Test, Test, ob der Kompressor wieder so laut rüberkommt. Aber dazu gleich mehr. Ich wollte es jetzt bloß einmal. Ja, jetzt ist er aus. So, hallihallo, meine Lieben. Tja, weiter geht's. Ich habe die Ohrringe, seht ihr nachher gleich. Und ja, die mache ich heute. Aber vorher mache ich erstmal meine Heizkanone an, weil es ist arschkalt. Und das Tau mache ich nachher bloß kurz einmal auf, wenn es möppi läuft. Ja, genau. Ja, also es geht gleich los. Ich baue in der Zwischenzeit Tank, Sitzbank und Seitenverkleidung runter. Hänge meinen Reservetank hin. Oder ja, zum Probelaufen. Und Luftfilterkasten ist noch runter oder aufschrauben. Ne, mache ich gleich runter. Ja, und danach sehen wir uns definitiv wieder. Aber bevor ich jetzt in die nächste Szene springe, zeige ich euch noch was. Ich habe hier wunderbar aufgeräumt, erst einmal soweit. Endlich einen Besen und ein kleines Regal mir noch gekauft, damit ich einfach hier auch das Werkzeug auf die Werkbank oder auf das Regal legen kann, damit es hier einfach hier nicht mehr am Boden rumflackt. Ja, und so nach und nach werde ich dann auch schauen, was ich meinen Werkzeugkasten so einrichte, wie ich will. Ja. Puh, wenn ich halt wieder dazu komme. Mhm. Aber so langsam wird es hier wohnlich. So, meine Lieben, bevor ich gerade das Heimkomme, bin gerade noch ein bisschen was am Essen. Ich habe gleich angefangen, Video zu schneiden. Und dabei ist mir jetzt gerade nach dieser vorhergehenden Szene aufgefallen, ich wollte ja was zu dem Kompressor noch sagen. Und hab's dann vergessen. Also, der Kompressor ist wirklich sau leise. Wenn man da drin ist, das Ding macht bloß. Man hört ein bisschen, aber wirklich nicht laut. Warum der in der Kamera so laut rüberkommt, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt er irgendwo auf Frequenzen, wo das Mikrofon verdammt heftig einfängt. Aber ihr habt es ja mitgekriegt, ich kann ganz normal reden. Ich habe da ja auch nicht geschrien oder sonst irgendwas und bin trotzdem lauter als der Kompressor. Also, das Ding ist wirklich sehr, sehr leise. Warum der so laut rüberkommt, keine Ahnung. Ja, das wollte ich eigentlich am Anfang noch dazu sagen. Gut, jetzt fügen wir es halt hinterher schnell noch ein. Ach so, ja, und in diesem Video wird definitiv der Fehler gefunden und auch reproduziert. Also, ich kann diesen Fehler jederzeit wieder reproduzieren, dass der wieder auftritt, sei es auf dem ersten, zweiten Vergaser oder auf dem dritten, vierten, aber das seht ihr alles im Laufe des Videos. Wie gesagt, getan und seht ihr diese Tröpfchen hier oben auf der Schieber. Ist das jetzt Sprit oder Wasser? Ja, riecht nach Benzin. Riecht definitiv nach Benzin. Ja, ich schmeiße jetzt einmal an und schaue, ob mir irgendwas noch auffällt, weil zuletzt ist sie wieder, naja, gelaufen. Ja. Oh, ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht hängt es ja alles mit den Ohrringen zusammen. Die habe ich übrigens hier. Original Yamaha. Und dazu habe ich mir gleich noch neue Schräubchen gegönnt, weil die kosten nichts oder fast nichts. Ja, da waren die Ohrringe schon teurer. Naja, gut. Die müssen ganz unten rein. Zwischen Ansaug, Eumel und Block, Kopf. Tja, und das ist meine heutige Aufgabe. Aber jetzt lasse ich erst einmal Möppi laufen.
Genau das meinte ich. Tja Leute, das Problem ist nicht weg. Es ist immer noch auf dem ersten Zylinder. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habt ihr es gesehen. Leute, wenn es das jetzt war, dann kriege ich echt die ultimative Krise. Die absolut ultimative Krise. Hier sind ja diese Schläuche zwischen den Vergasern, zwischen ersten und zweiten, dritten und vierten. Und die gehen ja, glaube ich, auch mit auf die Schwimmerkammer etc. pp. Wächst Überlauf. Ey. Tja, ich habe gerade durchgepustet. Und aus dem Schlauch vom 1.2. hat es mir das Ding unten rausgefrobbelt, rausgeschossen. Wirklich rausgeschossen. Also wenn es das jetzt war, ich weiß es nicht mehr. Es ist doch jetzt alles gemacht, Kreuzkruzifix. Ich drehe jetzt echt am Rad. Ich weiß nicht mehr weiter. Aber wenn er da keine Frischluft holen kann, den Druck nicht abbauen kann, etc. pp. Das wäre echt der Hammer. Das wäre echt so der Hammer. Ach, so kann es halt gehen. Wenn man vorher keinen Kompressor hatte, weil sonst hätte ich die Schläuche wahrscheinlich schon längst einmal durchgeboostet. Oh Mann, das ist der Hammer. Nee, also wirklich. Unglaublich. Unglaublich. Aber es wäre eine Möglichkeit. Es wäre wieder eine Möglichkeit. Warum es den Sprit dann ausgedruckt hat. Oh, ich gebe nicht auf. Nein, ich gebe nicht auf. Ich reiße jetzt die Vergaser runter. Mach unten auf alle Fälle noch die Ohrringe. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß es nicht. Das Scheißding macht mich echt nur wahnsinnig. So Leute, ich war jetzt zu Hause, habe erstmal noch in Ruhe ein Käffchen geschlürft, habe mir Gedanken gemacht, habe ein bisschen was gegoogelt, ob ich irgendwas finde über einen verstopften Schlauch. Leider nicht zufriedenstellendes gefunden. Aber wenn ich mir das jetzt recht überlege, ich halte mal die Cam da drauf. Ja, im Hintergrund läuft die Heizkanone, ein bisschen aufwärmen, mir ist kalt. Wenn wir jetzt überlegen, hier kommt der Sprit rein und geht hier rüber und über den Überlaufschlauch geht ja normal der Druck raus. Der Überdruck. Wenn der aber dicht ist, wo soll der Druck sonst hin? Haut hier einen Sprit raus. Rein theoretisch. Das Ganze werde ich die Tage noch simulieren, indem ich dann einfach einen Schlauch abdrücke. Und zwar auf der Seite, um zu gucken, ob dann der hier rauspisst. Das werde ich noch simulieren. Also da bin ich ja echt gespannt. Und dann weiß ich ganz genau, ich habe den Fehler gefunden. Das wäre jetzt natürlich schön, wenn es wirklich der Fehler war. Gut, dann habe ich die anderen Sachen mehr oder weniger umsonst gemacht. Die Schwimmernadelventile sind jetzt neu drin. Ist auf alle Fälle kein Fehler. Und naja, und jetzt reiße ich den Vergaser komplett runter und mache unten die Ohrringe. Ja. Die vergleichen wir dann noch. Dazu hole ich euch dann wieder dazu, wenn ich den ganzen Mist auseinanderklabustert habe. Vergaseranlage oben mit Kabelbinderschell festgemacht. Stutzel sind heraus. Tja, und was soll ich sagen? Teilweise sind sie sehr weit aufgequollen, also dass sie gar nicht mehr reingehen. Aber was mir aufgefallen ist,
dass die Ohrringe außenrum alle feucht sind. Naja, jetzt schaue ich, ob ich noch irgendwas Planes habe. Dann schaue ich noch die Planfläche hier an, mache das alles nochmal ein bisschen sauber und baue es dann mit den neuen Ohrringen. Und hier sabbert der Sprit aus dem Versager raus. Baue es dann mit den neuen Ohrringen wieder zusammen. Und ja, die neuen Ohrringe tue ich natürlich dann auch ein bisschen einölen, was ich das letzte Mal auch nicht gemacht habe. Was man aber eigentlich sollte. Ja, und dann Vergaser wieder drauf und hoffen, dass es jetzt endlich funktioniert alles. So, da habe ich jetzt die vier Ansaugschutze soweit sauber gemacht. Am Kopf habe ich auch sauber gemacht und ja, wie gesagt, die neuen Ringe werden jetzt auch ein bisschen eingeölt und dann Stutzel für Stutzel wieder eingesetzt. Und dann hoffe ich mal, dass das ganze Ding dicht bleibt. Jetzt sollte der Ring bloß hier drin bleiben. Und dass der rausrutscht. Ja, und so setze ich das Teil jetzt mit Nigel-Nagel 9 Schrauben ein und hoffe, dass danach auch die Undichtigkeit behoben ist. Wobei, nee, ich habe ja direkt unten hingesprüht, wo der Motor hochgedreht hat. Also an den Schrauben glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass er Falschluft zieht, aber ich werde das ja alles noch austesten. Ansaugschutzel wieder drin, Gummi ist ein bisschen eingeölt, mache ich jetzt grundsätzlich immer und ja, alle Schrauben fest. Dann kann ich den Chokezug, der auch nicht mehr so gesund hier aussieht, gar nicht gesund, aber den brauche ich ja fast gar nicht. Da muss ich mal gucken, wo mein anderer ist, wieder neu machen und ja, Vergaser drauf, fertig. Oh, da bin ich ja jetzt gespannt. So, alles wieder drin. Schläuche durchgepustet. Der war übrigens nach unten auch dicht, aber der geht ja in den Luftfilterkasten. Und jetzt teste ich gleich meine Theorie, weil wenn ich die Zündung anmache, sollte jetzt an die Spritpumpe anlaufen. Und ich mache jetzt einfach den Schlauch zu. Und laut meiner Theorie müsste er jetzt aus dem rauspissen. Ja, und dann kann ich ja nochmal den anderen probieren. Ich gehe mal hier auf die Seite. Oh! Ha! Habt ihr das gesehen? Aus den beiden quillt sofort der Saft raus. Weg damit. Test auf der Seite. Ja, somit ist meine Theorie bestätigt und ich habe den scheiß Fehler gefunden. Jawohl. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Geil.
geil ist das denn? Nee, das ist hardcore-mäßig. Leute, das ist wirklich hardcore-mäßig. Angefickt und angeschissen, Entschuldigung für die Worte. Und dabei hätte man nur den verdammten Schlauch einmal durchblasen müssen. Ey, das ist doch der Hammer, oder? Leck mich am Ärmel. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Oh. Nee, wirklich. Oh. Ich baue jetzt das Möppi wieder komplett zusammen. Muss eh zum Tanken fahren. Ob ich das jetzt heute noch mache, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der Fehler ist komplett behoben. Ich drehe doch. Ich drehe echt am Radl. Nee. Doch so einen Mist. Naja, was soll ich dazu sagen? Was lernen wir daraus? Na, aus Erfahrung lernt man. Ach, so einfach ist es. Ja, aber wie gesagt, ich konnte jetzt erst dank meinem Mini-Kompressor die Schläuche durchpusten. Ich habe das eigentlich schon lange mal vorgehabt. Das letzte Mal, wo ich mit dem Möppi beim Alex war, habe ich es total vergessen. Da waren die Dinger bestimmt auch schon zu. Naja. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt ist gut. Ach, abartig. Ich fasse es immer noch nicht. Gut, ich mache heute noch meinen Kanister leer. Mit dem wahrscheinlich Schlonzi-Sprit unten drin. Da ist gar nicht mehr viel drin. Und dann weiß ich, ob auch noch im restlichen Sprit Schlonz drin war. Das erzähle ich euch natürlich nachher auch noch. So. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich heimkomme und gemütlich einen Kaffee trinke. Na, kann man schon erkennen. Ganz leicht kam noch ein bisschen was von der Schlonze aus dem Kanister raus. Ich werde den Kanister auf alle Fälle vorher mal versuchen, ein bisschen sauber zu machen, bevor da wieder ein Sprit reinkommt. Aber das war jetzt wirklich der letzte Rest aus dem Kanister und vorher habe ich keine Schlonze mit drin gehabt. Tja. Dann werde ich mal vorsichtig eingießen und die Schlonze nachher dann gesondert entsorgen. So Leute, Resümee oder wie man so schön sagt, diese ganze Suche hier jetzt, hätte man sich wesentlich vereinfachen können. Wenn ich nur irgendwo einen Hinweis darauf gefunden hätte, auf diesen Schlauch, dass die verstopft sein könnten, ja gut, muss man damit rechnen am Motorrad, die hängen direkt ja unten raus. Bereue ich es? Nein, die ganze Suche hat doch irgendwo Spaß gemacht. Ich habe letztendlich jetzt doch endlich den Fehler gefunden. Also ich bin mir jetzt eigentlich zu 100% sicher, gefahren bin ich noch nicht, tue ich heute auch nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr. Morgen, wenn das Wetter zulässt, eine Tanke voll tanken und dann erst einmal eine Runde drehen. Das Einzige, was mich halt reut, ist, dass es so ein räudiger Fehler war. In Zukunft bei sowas blase ich die Schläuche zuerst durch. Definitiv. Nur am Motorrad ist das jetzt das erste Mal, oder ja gut, meine Shadow. Aber da war sowas nie, das ist so ein Problem. Wie soll ich es jetzt sagen? Ja, mich freut es, dass es so ein räudiger Fehler war, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Und dass ich da so spät erst drauf gekommen bin. Aber ich habe ihn gefunden. Eigentlich lächerlich, jeder wo jetzt schreibt, habe ich gleich gewusst, hier, hätte es in den Kommentaren schreiben können.
ja, Fehlersuche, eins nach dem anderen ausgeschlossen. Für mich war es doch recht interessant noch, die Vergaser zu zerlegen, das Zeug da rein zu machen und. Es war eigentlich schon interessant. Hat halt ein bisschen Geld gekostet, leider. Das ist auch das Einzige, wo mich ein bisschen ärgert, weil da hätte man sich einiges sparen können, aber mein Gott, jetzt ist es so. Ja. Ich hoffe, dass er jetzt hundertprozentig läuft, weil dann kann ich mit meinen anderen Sachen am Möppi weitermachen. Also ein paar Kleinigkeiten möchte ich definitiv noch machen. Und wenn sie läuft, wie gesagt, Sitzbank, sobald ich wieder Kohle dazu habe. Ja gut, das kann jetzt auch eine Weile dauern. Naja. Aber so Bremsflüssigkeit wechseln und. Das kommt dann auch demnächst. Ja, muss. Weil so fahre ich nicht nochmal ein Jahr. Ja. Tja gut. Ja. Nee, ansonsten ist jetzt eigentlich nichts dazu zu sagen mehr. Ich bin mir sicher, dass sie läuft und deswegen beende ich jetzt das Video hiermit, weil so gut ist ja schon lange nicht mehr angesprungen. Und wir haben es ja gesehen mit der Schlauchklemme, wie es dann gleich an den anderen beiden rausgesprudelt ist, beziehungsweise wo ich sie wieder umgeklemmt habe, wieder am Einser. Und das ist eindeutig der Fehler gewesen. Tja, ansonsten ein paar Sachen halt neu gemacht, aber das ist in Ordnung. Ja, aber es kommt noch mehr. Also fertig bin ich, glaube ich, noch länger nicht an dem Ding. Da wird immer wieder was kommen. Ist so, ist ein altes Moped. 88er, glaube ich, war es erst Zulassung. Und naja, so ist es halt. Leute, ja, kann ich ja jetzt Thumbcam wieder. In dem Sinne, danke fürs Zugucken. Und ja, es geht auf alle Fälle noch weiter am Möppi. Tschaikowski, sehen wir uns dann das nächste Mal. Ja, bei hoffentlich mal wieder anderen Videos. Mhm. Ja.